Willkommen bei Leute, was geht ab? Ich bin Skywalker und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem kurzen Informationsvideo mit drei Punkten. Erster Punkt, es ist Montag, das heißt, es ist wieder Zeit für eine Wunschtheorie. Wie immer wähle diese nicht ich, sondern ihr. Schreibt mir eure Wunschtheorie in die Kommentare. Sollte eure schon vorhanden sein, bitte einmal abvoten und nicht doppelt posten. Die Wunschtheorie mit den meisten Likes werde ich dann am Samstag in Form eines Videos oder Podcasts zusammenstellen und hochladen. Zweiter Punkt ist, ja, ich habe eigentlich schon meinen Plan, was ich hier auf dem Kanal noch machen will, zwecks Formaten oder welche andere Anime ich hier noch einfliegen will und so weiter und so fort. Aber manchmal ist es so, dass man sich irgendwo verrennt und einfach die Objektivität außer Auge lässt, ja, beziehungsweise aus den Augen verliert. Deshalb würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Vielleicht hat einer von euch eine Idee, so, ey, das ist so eine geile Video-Idee in Detective Conan, ein Format. Das musst du unbedingt machen. Das musst du unbedingt machen. Und wer weiß, vielleicht setze ich bald eure Idee um. So, und jetzt der dritte Punkt, eigentlich auch der Hauptpunkt des Videos. Und zwar dachte ich mir so, okay, ist wieder Zeit für einen Livestream. Und zwar am Freitag, das ist der 9.6. von 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Und da habe ich mir wieder vorgenommen, mit euch zu reden. Das heißt, ich werde über Discord mit drei Leuten von euch reden. Wir können dann über Gott und die Welt reden, Detective Conan mäßig. Und ihr könnt weiterhin über Discord, YouTube wieder Fragen stellen, die ich beantworten werde. Genau. Also, wer jetzt schon mal weiß, okay, Freitag hätte ich Zeit so von 18 Uhr. Ihr müsst ja nicht anderthalb Stunden da im Discord sein. Reicht ja auch eine Stunde oder eine halbe Stunde. Schreibt mir mal Hashtag euren Namen, ja, wie ihr praktisch in Discord heißt, in die Kommentare. Ich werde dann alle praktisch zusammenschmeißen in den Topf und dann per Zufallsgenerator drei Leute aussuchen. Das werde ich, glaube ich, jetzt die nächsten Wochen so machen. Ein ganz, ganz kurzer Punkt zum Ende. Heute werdet ihr noch einen Podcast hören zu einem Thema, der meiner Meinung nach, oder das Thema, was meiner Meinung nach außer Augen geraten ist. Das ist so ein spannendes Thema, das ist unfassbar mit solchem Impact auf die Story und ich kann schon mal sagen, es werden nicht viele von euch darauf kommen, um was es sich handelt, nicht mal wenn sie sich den Podcast anhören, ja. Das ist jetzt keine Beleidigung oder sonst was, aber es ist einfach praktisch so eine Sache, die so wichtig ist, ja, die man aber gar nicht so auf dem Schirm hat, weil niemals so in Detective Conan, weder im Anime, Manga noch im Kinofilm oder so thematisiert worden ist. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Kaito Hakai.